Im US-Bundesstaat Virginia hat sich ein Soldat in einem gepanzerten Fahrzeug eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Mann hatte das unbewaffnete Kettenfahrzeug von einem Gelände der Nationalgarde entwendet und war damit 2 Stunden lang durch die Gegend gefahren. In der Landeshauptstadt Richmond gelang es Einsatzkräften schließlich, den Militärangehörigen festzunehmen. Verletzt wurde niemand. Auch zu Zusammenstößen kam es nicht.